Willkommen in der Zukunft von Sölden. Wo man derzeit von Norden kommend zur Gigijoch-Talstation abbiegt, beginnt ein überaus ehrgeiziges Projekt der Gemeinde Sölden. Ab hier wird aus der Dorfstraße eine Fußgängerzone. Die motorisierten Verkehrsteilnehmer biegen über den Kreisverkehr ab zum Nordportal der Tunnelumfahrung. Oder sie verlassen die Umfahrungsstrecke noch vor dem Portal in Richtung Gigijoch-Talstation. PKW parken in der erweiterten Garage und der große Platz ist Shuttle- und Reisebussen vorbehalten. Die Fahrzeuginsassen sind nach wenigen Metern bei der Gigijoch-Talstation oder am Ausgangspunkt zu einem Bummel durch die Fußgängerzone. Bisher war ein gemütlicher Bummel kaum möglich, doch künftig bekommen die Fußgänger absoluten Vorrang. Einige wenige Fahrberechtigungen gibt es für Anrainer, zu- und abfahrende Gäste, den öffentlichen Verkehr und die Blaulichtorganisationen. Wer von Tal auswärts kommend nach Süden fahren möchte, nimmt den 500 Meter langen Nordtunnel und kommt zum vollständig überdachten Kreisverkehr Mitte. Von dort fährt man in den Südtunnel oder man verlässt den Kreisverkehr in Richtung Zentrum, um das Auto im großen Parkhaus am Postplatz abzustellen und anschließend einen ausgiebigen Shoppingbummel zu unternehmen. Auch die Freizeitarena ist vom Kreisverkehr Mitte über die Gemeindebrücke ohne Einschränkungen erreichbar. Im Zentrum wird der bisherige Straßenraum einem sehr attraktiven Dorfplatz mit exzellenter Aufenthaltsqualität weichen. Das Parkhaus kann Richtung Süden durch Gastronomie und Shops erweitert werden. Gäste wie Einheimische bewegen sich stressfrei und bevölkern im Sommer die Gastgärten. Shopping wird zum Erlebnis. Sehen und gesehen werden ist in Sölden wieder in. Vom Kreisverkehr Mitte gelangt man durch den 850 Meter langen Südtunnel unmittelbar vor der BP-Tankstelle sicher und staufrei wieder auf die Dorfstraße. Aus Richtung Zwieselstein kommende Autos fahren über den Kreisverkehr Süd in den Tunnel ein, um entweder ins Zentrum oder zur Gigijoch-Bahn zu gelangen. Oder man nimmt die Dorfstraße, die bis zum Beginn der Fußgängerzone frei befahrbar ist. Unmittelbar vor der Fußgängerzone zweigt man nach rechts in den Ortsteil Windau ab. Ab hier gehört Sölden wieder den Fußgängern. Entschleunigung ist angesagt. Bald könnten die Zeiten der hektischen Straßenszenen vorbei sein. Entspannung statt Stress. Menschen treffen, auf einen Kaffee gehen, flanieren, in Ruhe shoppen oder den Tag ausklingen lassen. Alles wird möglich. Sölden hat enorme Stärken, wie eine einzigartige Naturumgebung, ein Top-Skigebiet oder viele exzellente Betriebe. Um zu den Besten des Landes aufschließen zu können, fehlt jedoch ein pulsierendes Zentrum mit Flair und Niveau. Gemeinsam haben wir es in der Hand, dieses Ziel zu erreichen. Also packen wir es an.